und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal bei Robert Gaming TV. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal ein neues Video. Aber dieses Video ist ein ganz besonderes Video. Und zwar stelle ich heute mal meine Steam-Spiele vor, die ich so alle habe. Und es gibt so ein paar, ja, Vorstellungsvideos und die werden wir uns heute einfach mal anschauen, damit ihr mal seht, mal einen Einblick davon bekommt, wie es eigentlich aussieht und dann werde ich mal gucken, ob es stimmt, was da alles drin steht oder ob es da auch ein paar Abweichungen gibt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Autobahnpolizeisimulator 1 an und ja, viel Spaß! Sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadows like an orphaned refugee. So gladly handcuffed, enlightened from above. Go! Gehen wir mal zum zweiten Video hiervon. Obwohl, ich glaube, ein Video pro Spiel wird, glaube ich, reichen. So, dann den Autobahnpolizeisimulator 2. Das ist jetzt sozusagen die zweite Version vom Autobahnpolizeisimulator. You have a dangerous job. Anything can happen at any time on the Autobahn. And you're going to be spending a large part of your life in your patrol car from now on. Die Autobahn, das ist auch nicht schlecht. For a donut. I'd like one, please. Without the police, we'd have gone out of business long ago. Yummy. Ja, den Gag haben sie also auch noch mit eingebaut. Das ist nämlich, ja, der Busdriver. Da habe ich ja auch mal ein Video von gemacht. Mal gucken. Thank you.
das reicht schon. Aber auf jeden Fall finde ich es gut, dass sie auf jeden Fall die richtige Grafik zeigen. So, und dieses Spiel war halt mit dabei beim Euro Truck Simulator 2. Kommen wir nun zum Bus Simulator 2016. Ich weiß nicht, ob ich den gezeigt habe. Wenn nicht, gucken wir uns jetzt einfach nur mal das Video an. Also alle 13 Stadtbusse habe ich nicht. Ich habe nur die MANs und diese Sunny Springs eigenen Busse. Aber diese Mercedes, die habe ich leider nicht. Das ist nämlich nur in der Gold Edition oder man kauft sich das dann extra zu dem regulären Spiel. Hey, ich bin Ben. Wir haben miteinander telefoniert. Schön, dich endlich zu treffen. Setz dich doch. Das Baby gehört jetzt ganz dir. Ja, Tim Wachowski hier. Du hast sicher schon von mir gehört. Also, hier mein Angebot. Schönen guten Tag. Ich rufe Sie von der Stadtverwaltung an. Mein Name ist Mira Tannhauser. Wir würden diesen Auftrag gerne an Sie vergeben. Diese Missionen da, die habe ich leider auch nicht, weil die sind halt auch in der Gold Edition oder man holt oder man kauft sich die extra. Also ich habe wie gesagt nur, ich sag mal, die Grund Edition, also im Prinzip die langweiligste. Also ich habe das Wohnviertel, also im Spiel, das ist jetzt nicht in der Gold Edition, sondern generell. Und man muss dann halt die verschiedenen Viertel muss man sich halt freischalten. Man fängt im Vorort an und dann geht man so langsam zum Wohnort und dann zum modernen Viertel und dann zur Industrie. Ja, zur Altstadt, glaube ich. Obwohl, nee, die Altstadt ist, glaube ich, nur im Gold. Ich bin mir auch da gar nicht mehr so sicher. Genau, Industrieviertel, das ist auf jeden Fall noch im regulären, also im normalen Spiel. Multiplayer? Ich habe es noch nie Multiplayer probiert. Ja, vielleicht gibt's das ja aber auch nur in der Gold Edition. Muss ich nochmal mich erkundigen. So, kommen wir nun zum Euro Truck Simulator, aber wir machen direkt mal den Simulator 2, denn das ist ja im Prinzip eigentlich genau dasselbe. Entweder meine ich das nur, auf jeden Fall ist das nicht die Grafik von ETS 2, sondern ich glaube, das ist die Grafik von ETS 1. Aber ich kann mich da auch obwohl, aber das kann nicht sein, das ist nicht so unscharf und so hell. Sieht sehr merkwürdig aus. Weil ihr müsstet ja eigentlich meine Videos gesehen haben. Kommen wir nun zum Fernbus-Simulator, der
muss ich leider mal ganz ehrlich sagen, der nicht funktioniert hat bei mir eine Zeit lang. Aber naja. Soll ja auch nur so ein kurzer Überblick sein. Ja, kommen wir nun zum, ja, zu einem meiner Lieblingssimulationen, und zwar Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Also das ist halt, wie gesagt, noch die erste Feuerwehrsimulation. Bald kommt ja auch die zweite, im Moment Notruf 2. Und das ist halt sozusagen, es basiert auf Notruf 112. Nur das ist halt ja noch in der Alpha-Phase und da muss noch etwas gemacht werden. Aber auf anderen Kanälen, da wird es schon vorgestellt. Zum Beispiel bei Nordrhein TV Play. Klickt euch da einfach dann mal durch. Ja. Gucken wir noch das zweite Video. Ja, komm. Also hier muss ich sagen, wird etwas, ich sag mal, ja, übertrieben. Aber das ist halt logisch, ne? So. Also hier wird jetzt gezeigt, dass alles wunderbar ist und dass es genauso passiert, wie es hier in dem Tutorial ist. Das ist nicht so, weil, ja, das wäre halt viel zu aufwendig. Aber am Ende sage ich nochmal was dazu. Zum Beispiel das. Aber ich finde das nicht schlecht, das Tutorial. Warum? Ja, also ich finde das so nicht schlecht.
So, das wird nämlich oft gemacht, dass er halt dann so ein bisschen mehr detailliert ist. So, finde ich nicht schlecht. Und dann auch die Musik im Hintergrund, das ist schon sehr schön anzuschauen. Und ja, also ich empfehle den Simulator auf jeden Fall wärmstens weiter. Ja. Ja, das gerade war der Trainingsplatz. Mann, jetzt hängt das hier, aber... So, kommen wir nun zu Omsi. Mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Ist ja komisch hier. Mann, was... Brandneue Fahrzeuge, ja. Vergleicht mal das mit Omsi Metropole Ruhr mit dem Ruhr Solaris. Das ist eine völlig andere Dimension, aber wie gesagt, das ist halt jetzt komplett ohne Mods. So, und das ist jetzt nur Omsi 2 Vorstellung, also nur das Grundspiel Berlin. Finde ich aber auch nicht schlecht gemacht. Eine Kurzstrecke, bitte. Dankeschön. Gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Auf jeden Fall zeigen Sie aber so, wie Omsi ist und keine Fake-Bilder. So, das finde ich auch immer gut, wenn man das so macht. Ja. War halt auch bei dem Euro Truck Simulator und das ist halt alles von SCS Software. Ach, der alte Train Simulator, auch ein wunderschöner Simulator. Da zeigen sie aber jetzt den Simulator 2020, ja, 2020, so, ich habe aber noch die 2016 Edition, nee, nicht Edition, 2016er Version, so. Ich muss sagen, diese Filter, die habe ich wirklich mal
gesehen und das sieht wirklich, also das sieht wirklich sehr gut aus. Muss ich sagen, ich bin echt beeindruckt, aber ja. Ich muss mal gucken, vielleicht hole ich mir das mal und ja, mal gucken. Auf jeden Fall ist er nicht schlecht. So, und dieses Hintergrundbild habe ich halt auch bei meinem 2016. Ja, Trucks and Trailers. Ja, da habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. Können wir uns aber trotzdem mal angucken. Habe ich, glaube ich, nur einmal angespielt. Ja, weil eigentlich geht es in diesem Teil nur um LKW mit Hänger parken, also im Prinzip eigentlich nur um parken und wie man richtig fährt und deswegen, ich brauche das nicht, ich habe das alles im ETS 2 und dann reicht mir das. Und im Scania Truck Driving Simulator, da hatte ich das auch. Nur halt nicht so ausführlich wie jetzt hier. Achso, ich wollte jetzt gerade schon sagen, in diesen Dingen hier ist nur Scania vertreten, aber Quatsch, das ist ja gar nicht der Scania Truck Driving Simulator, deswegen. Ja, ich glaube, da gibt es MAN, DAF, Scania, Mercedes New Actros, dann eventuell noch den Mercedes Antos und den Mercedes Actros, die alte Version, und dann, weil nicht, noch irgendeinen anderen. Ich weiß aber nicht genau. So, was sehen wir da links? Das ist der ältere Mercedes Actros, hier ist ein Scania und hier ist ein MAN. Oh. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Finde ich auch nicht schlecht. Train New Skins, ja. Ja, also da lernt man eigentlich LKW zu fahren. Und ja. Dann auch noch zu einem sehr schönen Spiel. Gibt's auch hier auf meinem Kanal. Den Simulator empfehle ich auch allen. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen, in dem ich einmal ja meine Simulatoren vorgestellt habe. Und ja, in diesem Sinne, ich bin raus, euer Rupert Gaming TV. Bis denn, tschüssi, Kowski. Yeah, we're just getting started. I know that you want it.